Für viele Wissenschaftler liegt deshalb die Schlussfolgerung auf der Hand. Die Sonne sorgt für den Klimawandel. CO2 ist irrelevant. Wenn das aber so ist, warum werden wir dann Tag für Tag damit konfrontiert, dass die Erderwärmung durch den Menschen verursacht ist? Warum sehen so viele Leute in Medien und anderswo darin eine unumstößliche Wahrheit? Um zu verstehen, wie die Theorie der globalen Erwärmung so mächtig werden konnte, muss man wissen, wie sie entstanden ist. Unheilverkündende Wetterszenarien sind nicht neu. Bereits im Jahr 1974 warnte eine BBC-Fernsehserie, schwere Stürme und Dürre könnten Vorboten einer nahenden Katastrophe sein. Aber was für eine alarmierende Entwicklung war das eigentlich? Hinter der Serie stand der ehemalige New Scientist-Herausgeber Nigel Calder. In unserem Film The Weather Machine vertraten wir die damals gängige Auffassung einer globalen Abkühlung und einer neuen drohenden Eiszeit. Nach Jahrzehnten fallender Temperaturen warnten Experten, eine kältere Welt könnte dramatische Folgen haben. In dem Moment, in dem Politiker ihren Einfluss geltend machen und ihren Namen mit etwas verknüpfen, wird unweigerlich Geld fließen. So läuft es nun mal. Und unweigerlich begannen Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen aus dem Boden zu schießen und das Klima zu untersuchen. Und zwar unter besonderer Berücksichtigung eines Zusammenhangs von Kohlendioxid und Temperatur. Im Auftrag von Margaret Thatcher richtete der britische Wetterdienst 1988 eine Klimaforschungsabteilung ein, die die Basis für ein neues internationales Komitee, genannt Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, oder Weltklimarat war. Das Einschwenken auf das Klima als wichtigen Schwerpunkt hatte zwei ganz bestimmte Gründe. Der eine war, dass die vernünftigen Maßnahmen, die wir von der Umweltbewegung empfahlen, Mitte der 80er Jahre bei der Mehrheit der Leute mittlerweile auf Zustimmung stießen. Wenn die Mehrheit aber mit einem einer Meinung ist, ist es ziemlich schwierig, einen Konfrontationskurs zu halten. Um eine Gegenbewegung zu bleiben, blieb nur immer extremere Positionen zu vertreten. Als ich bei Greenpeace ausstieg, wurde gerade eine Kampagne zum weltweiten Verbot von Chlor geplant. Ich sagte, Leute, das ist ein Element des Periodensystems. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns zusteht, ein ganzes Element zu verbieten. Der andere Grund für das Aufkommen des Umweltextremismus war das Scheitern des Weltkommunismus. Als die Mauer fiel, wechselten viele Friedens- und Politaktivisten in die Umweltbewegung. Sie brachten ihren Neomarxismus mit und lernten mit Hilfe von grünem Vokabular sehr geschickt, ihre Ziele zu verschleiern, die mehr mit Antikapitalismus und Antiglobalisierung zu tun haben als mit Ökologie oder Wissenschaft. Durch das offenkundige Scheitern des Sozialismus und erst recht des Kommunismus, so wie er praktiziert worden war, war die Linke etwas orientierungslos geworden. Und so blieben sie zwar die Antikapitalisten, die sie waren, brauchten aber für ihren Antikapitalismus eine neue Aufmachung. Es gab eine erstaunliche Art von Allianz, von Margaret Thatcher auf der rechten bis zu den extrem linken antikapitalistischen Umweltschützern. Und das sorgte für die Verbreitung einer ziemlich abwegigen Idee. Anfang der 90er Jahre war die von Menschen verursachte globale Erwärmung keine exzentrische Klimatheorie mehr. Sie war eine wie geschmiert laufende Kampagne, die in der Folge immer mehr staatliche Zuwendungen erhielt. Wenn ich forschen wollte, sagen wir zum Beispiel über die Eichhörnchen von Sussex, würde ich seit 1990 in meinen Förderantrag schreiben, Erforschung des Nuss-Sammelverhaltens von Eichhörnchen unter besonderer Berücksichtigung der Erderwärmung. Theorie der von Menschen verursachten globalen Erwärmung ist mittlerweile so etabliert, die Stimmen der Skeptiker so erfolgreich zum Schweigen gebracht, dass sie unbesiegbar scheint, nicht zu erschüttern, wie schlagkräftig die Beweise auch immer sein mögen. Der Klimaalarm hat nichts mehr mit Vernunft zu tun.
Es wird weiterhin Menschen geben, die glauben, das sei der Weltuntergang. Insbesondere wenn zum Beispiel ein führender englischer Wissenschaftler verbreitet, zum Ende des Jahrhunderts werde der einzige bewohnbare Ort der Erde die Antarktis sein.